Hallo, hier ist Petra aus Petras Bastelzimmer. Ich will euch heute Paperclips zeigen, die ich gemacht habe, die letzten 2 Tage. Und zwar, wie ihr sehen könnt, Halloween Paperclips. Und zwar zeige ich mal die, was ich hier gemacht habe, euch auf die Schnelle. Und zwar habe ich die großen Büroklammern genommen, habe sie quer eingefädelt, dann braucht ihr einen Fotokarton, einen schwarzes buntes Motivpapier und dann irgendetwas zum Dekorieren. Die zeige ich euch jetzt mal so. Da habe ich Spinnen aufgeklebt. Die zwei hier gefallen mir besonders gut. Da habe ich zwei solche Totenköpfe, solche Skelette drauf gemacht mit Heißkleber. Unten habe ich Buch drauf geschrieben. Dann habe ich hier einen mit einem Froschi. Da ist eine Mücke drauf und unten Halloween. Hier habe ich ein ganzes Skelett drauf geklebt und eine Mücke und so ein bisschen orangene Tüllstoff. Hier habe ich Spinnen. Finde ich ganz schön. Mir gefällt Halloween. Könnte ich nur noch basteln, alles in Halloween. Hier habe ich einmal Monster. Das ist ein Sticker, wo ich da drauf geklebt habe. Und das sind zwei Holzdekoteile. Dann habe ich hier eins mit einer Giftflasche. Und unten, das ist eigentlich ein Ring. Und zwar sind es solche Ringe. Da habe ich unten einfach den Ring abgeschnitten und habe es dann so aufgeklebt und habe mit Paperpen zwei so grüne Augen drauf gemacht. Oben ist wieder eine Spinne und oben ist so Dekofähnchen, und zwar ist das aus dem hier rausgeschnitten. Dann habe ich hier zwei solche Plastikkürbisse. Schön was abgefallen. Drunter habe ich Spooky. Und hier habe ich zwei Fledermäusle. Und Treat Creepy steht da drauf. Und dann habe ich das alles immer mit Perlenpen verziert oder habe Raindrops genommen. Hier sieht man jetzt im Hintergrund, habe ich diese Strichchen, wo aussieht wie genäht. Das habe ich mit einem silbernen Gelstift gemacht. Hier habe ich mal ein Spinnennetz aufgezeichnet mit dem silbernen Gelstift und habe dann auch mit den Perlenpens weitergearbeitet und habe zwei weiße Spinnen drauf gemacht. Ja, und diese Chipboards, das ist aus einem alten Kinderspiel. Und zwar war das nicht mehr vollständig, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und da habe ich einfach mir das aufgehoben, weil Frau schmeißt ja nie irgendwas weg. Man kann ja alles irgendwann mal wieder gebrauchen. Und die habe ich dann hier als Deko drauf gemacht. So, dann habe ich hier noch zwei Rosetten gestern gemacht. Auch Halloween. Und zwar habe ich die Papierstreifen ausgeschnitten und gefalzt. Dann habe ich es hinten zusammengeklebt mit Heißkleber, einen schwarzen Blütenkreis, einen orangenen Kreis und dann wieder dieses Chipboard aus diesem Spiel mit der Spinne. Dann alles verziert mit Perlenpennen und drei Spinnchen drauf. Und hier habe ich als Deko einen Sticker. So. Und diese Paperclips, diese hier, die möchte ich euch jetzt mal schnell zeigen, wie das so funktioniert. Legen wir die mal weg. So, und zwar habe ich mir da ausgeschnitten einen schwarzen Tonkarton. Und zwar hat er die Maße
4 cm auf 14 cm. Tue ich jetzt halbieren. Ah, nicht halbieren, in der Mitte zusammenfalten. So, dann habe ich hier diese Büroklammern. Habe ich in alle Farben. Natürlich keine lilanen und keine orangenen, nur grün. Aber die lilanen, die suche ich schon lange. Deswegen, wenn sie irgendjemand hat oder weiß, wo es gibt, wäre nett, wenn ihr mir das im Beitrag schreiben würdet. So, dann haben wir hier diese Klammer. Die ist unten zu, oben ist sie offen. Und durch den unteren Schlitz fädeln wir jetzt diesen Karton. So. Und jetzt kleben wir das erstmal fest. Und zwar nehme ich dazu diesen Bastelkleber. Ihr könnt nehmen einen Bastelkleber, den wo ihr habt, der wo nachher transparent trocknet. So. Und dann einfach mal zudrücken. So. Solange das hier ein bisschen trocknet, es dauert ein bisschen, bis dann die Ränder alle richtig zu sind. Zeige ich euch mal meine Kuschelkiste von Halloween. Da ist also jede Menge Halloween-Deko drin. Und zwar habe ich da ein Päckchen mit Mücken. Dann habe ich hier diese zwei großen Halloween-Schmetterlinge. Das sind so ja, Clips hinten dran. Was ich auch gern verwende, sind diese, was soll man da sagen, Fähnchen, Besen, keine Ahnung. Und zwar habe ich die von meiner Schwester aus Amerika. Die schickt mir das Öfteren so Zeug, weil da gibt es ja auch viel mehr zu Halloween wie bei uns. Dann habe ich hier eine Tüte mit so allem möglichen Plastikzeug wie Skelette, Mücken, Spinnen, Würmer, Tausendfüßler, alles Mögliche. Dann habe ich hier solche Spinnen, das ist aus so einem Pompon, aber die sind ein bisschen schlecht zu dekorieren, mit denen zu dekorieren, weil die so hoch sind. Dann habe ich hier diese Ringe, Fledermaus, Spinne, ja, diesen Totenkopf. Und hier, so sehen diese Chipboards aus, die wo ich aus dem Spiel habe. Schade, dass ich nicht mehr weiß, wie das geheißen hat. Auf jeden Fall aber gut, dass ich sie aufgehoben habe. Und zwar war das, ich kann es echt nicht mehr sagen, auf jeden Fall habe ich es aufgehoben und ich bin jetzt froh darüber, dass ich sie habe. Dann habe ich hier Ratten. Es gibt immerhin noch eine ganz große Spinne. Das ist halt alles immer, das ganze Jahr über, wenn ich irgendwo was finde und denke, ah, halt, Halloween-Kiste, dann kommt es da rein. Hier habe ich noch kleine Spinnen. Und hier habe ich meine grünen Raindrops. Und hier habe ich noch ein Kistchen mit Spinnen in weiß und in schwarz und ein paar orangene Kürbisse sind da drin. So, ich denke mal, dass das jetzt gut zusammen ist. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt nehme ich meinen silbernen Perlenpen. Nee, Quatsch, meinen silbernen Gelstift. Und jetzt male ich mir erstmal den Rand. Und zwar male ich mir den Rand das mal so wie auf dem hier. Und zwar ist das so gezackte Linien. Und das will ich jetzt hier auch machen. Irgendwie, wie es euch gerade einfällt, es muss ja nicht gleichmäßig sein. Ja, das ist ja das Schöne. So, jetzt da oben noch. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Einmal außenrum. Dann drauf die Reste, wie gesagt, in Papier, Lila, Grün
und Orange, weil die Farben halt am besten zu den Halloween passen. Irgendwelche Reste, Ausstanzungen, was immer ihr auch habt und findet. Ich nehme jetzt mal diese Ausstanzung hier in Grün. Und zwar habe ich das gemacht mit dieser Stanze von Stamping Up. Das ist so ein Tag, finde ich ganz schön, passt auch immer überall drauf. Die Ränder, die färbe ich jetzt noch ein mit Schwarz. So. Dann klebe ich das Kärtchen mit meinem Bastelkleber. Schön damit ich drauf. Festhalten. So. Dann verwende ich, was verwende ich? Hier in Orange, diese Ausstanzung, und zwar ist es auch von einer Sustanze, und zwar diese hier, ist auch so ein Tag-Schildchen, da färbe ich die Ränder auch ein. Ich finde das einfach schöner, sonst sieht es immer so hart aus, wenn man das nicht macht, und so hat es halt doch ein bisschen auch mehr einen gruseligen Effekt. So, das möchte ich jetzt da drauf und das mache ich aber mit Abstandhaltung. Und zwar 4 Stück. Okay, ab. Und dann klebe ich mir das hier auf das Grüne auf. So, bis jetzt sieht das Ganze so aus. Man sieht schon, geht ein bisschen Richtung Halloween, weil die Farben Orange, Grün, Schwarz und Lila sind einfach Halloween-Farben. Jetzt will ich da so ein Chipboard drauf. Und zwar, welches nehme ich? Ah, ich glaube, ich nehme mal diese Spinne hier. Oder einen Käfer. Hier. Die färbe ich nicht ein. Da kommt mein Kleber drauf. Und den setze ich hier auf das Orangene. Diese Schriftzüge, diese goldenen, die habe ich aus einem Bogen. Und zwar sieht er so aus. Da stehen alles Mögliche drauf. Monster, Creepy, Halloween Treat, Trick or Treat, Spooky, Boo. Noch was? Ja, diese Totenköpfchen. Und da habe ich also diese kleinen silbernen ausgeschnitten. Goldene. Oder ihr könnt natürlich auch stempeln. So wie hier das Spooky und dann einfach ausschneiden, schwarz umrahmen und dann draufkleben. Und ich glaube, ich werde jetzt auch stempeln. Und schon weißes Papier. So, irgendeinen Rest, weißer Karton. Ich stempel mit Memento, Tuxedo Black. Stempel ich mir jetzt hier, damit es schneller geht, mal dieses Buch. Das kann man sehen. Meine Stempelchen sind Alphabet Stamp Set. Die hat mir auch meine Schwester mal aus Amerika geschickt. Sehen so aus.
Hampton Art steht da drauf. Was jemand genau wissen will. Ja. So, jetzt schneide ich mir dieses Buch aus. Schwarz umrahmen tue ich einfach mit einem schwarzen Filzstift. Und zwar fahre ich da einfach am Rand entlang. So, dann ist das Ganze einmal umrandet. Das klebe ich drauf, auch mit Abstandhalter, zwei Stück. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich draufsetze an irgendwelchem Getier. Was haben wir denn da noch Schönes? Ich glaube, ich nehme zwei meine kleinen Spinnen. Und da brauche ich aber den Heißkleber dazu. Und da ziehe ich da unten auf dem Körper einmal so entlang mit dem Heißkleber und dann setze ich die einfach auf, was mir gefällt. Jetzt kommt noch der Perlenpen. Und zwar habe ich da verschiedene. Diese hier von Stanger, die habe ich bei Teddy gekauft. Ich muss sagen, bin von der Qualität nicht so überzeugt. Die sind so dick, dass gar keine schöne Perle rauskommt. Ich weiß nicht, gefällt mir nicht so besonders, aber ich habe sie, deswegen verwende ich sie auch. Hier habe ich dann noch von Ideen mit Herz und von Viva Decor. Das sind sehr gute Perlenpens. Oh, das Lila und das Weiß. Und hierzu brauche ich jetzt erstmal noch einen Schmucksteinkleber. Den habe ich von Hobbyline. Und zwar setze ich mir da noch einen grünen Raindrop drauf. Raindrops könnt ihr überall kaufen. Die gibt es immer im Beutel für 99 Cent oder im Döschen. Für 1,99 beim Depot gibt es alle Farben oder bei Woolworths oder bei Teddy gibt es eigentlich überall immer mal wieder. So, jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen was in Lila drauf, deswegen nehme ich meinen lilanen Perlenpen von Viva Decor, nee, von Ideen mit Herz und gucke, wo ich da jetzt am besten noch ein bisschen was in Lila hinsetzen kann. Vielleicht da und da und da. Und dann nehme ich noch meinen orangenen, oder? Ne, ich nehme den grünen. Ne, ich nehme den silbernen. Und dann setze ich hier irgendwo noch außenrum ein paar silberne Perlen drauf. Und so wie es euch gefällt. So viel und so dick, wie ihr möchtet. So, und fertig ist mein Paperclip. Ich muss jetzt natürlich ganz noch trocknen. Die Fädelchen vom Heißkleber kann man natürlich abmachen. Das ist ja kein Thema. So. Und ruckzuck hat man hier diesen schönen Paperclip. Ich freue mich schon auf Halloween. Dauert zwar noch einige Monate, aber... Dann habe ich jede Menge Material, die wo ich dann in meine Pocketletter verstauen kann oder wo auch immer. Als Goodie Packs oder vielleicht einfach nur mal ein Embellishment-Tausch. So, das sind alle. Ich hole sie vielleicht mal noch mal schön näher.
Und meine zwei. Na, wie sagt man, Rosetten? Ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht darunter noch einen Stab mache, damit man sie dann auch in Blumen oder irgendwo reinmachen kann. So ein Holzstab, weiß ich noch nicht. Mal sehen, vielleicht lasse ich es auch so auf Geschenke drauf oder auf eine Tüte drauf. Finde das ganz schön. Und ich hoffe, meine Paperclips haben euch gefallen. Wenn ihr weiterhin noch Fragen habt, könnt ihr gerne im Beitrag unten mir einen Post hinterlassen oder mich gerne auch anschreiben. Ich habe eine Facebook-Seite und zwar heißt die Petras Bastelzimmer. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.